Wie arbeitet ein Politiker? Wie verläuft eine Debatte und wie entsteht eigentlich ein Beschluss im Ausschuss? Sich auf europäische Ebene demokratisch ein Thema zu nähern und letztlich Entscheidungen zu treffen, dazu seid ihr heute hier. Im Rahmen des Europäischen Jugendforums Alles geregelt in Europa konnten Jungen und Mädchen der 10. Klassen dreier Gymnasien innerhalb der drei Themenkomplexe Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz und digitaler Binnenmarkt den Werdegang eines Antrags bis zur Debatte im Plenum selbst gestalten. Und eines der wichtigsten Themen von uns war die Meeresverunreinigung und was man dagegen tun kann. Uns geht es darum, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass jeder Bürger Dienste zugreifen kann in seinem Heimatland in der ganzen EU. Der Meinung, dass das Wegwerfen von Lebensmitteln aufgrund von Unwissenheit oder Unsicherheit verhindern kann. In einer lebhaften Plenumsdebatte konnten die Schülerinnen und Schüler den Abgeordneten sowie zweier Vertreter des Europaparlaments ihre Ergebnisse präsentieren. Es freut mich, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit Themen beschäftigen, die man so allgemein immer hört, Türkei und EU oder was auch immer, sondern auch mal ein bisschen tiefer gehende Diskussionen stattfinden. Die CDU wurde dabei durch die Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch, den Landtagsabgeordneten Tobias Krull sowie den Europaabgeordneten Sven Schulze prominent vertreten.